Hallo zusammen, jetzt erfahrt ihr, wie man Tonhöhen notiert und wie man Noten lesen kann, und zwar mit einer etwas unkonventionellen Kameraeinstellung. Ich wünsche aber trotzdem viel Spaß damit. Also, wie man sehen kann, habe ich hier fünf Zeilen und die umschließen vier Zwischenräume. Auf diesen Zeilen und in den Zwischenräumen, da werden die Tonhöhen eingetragen. Ich mache das einfach mal. Ich fange mal einfach hier an. Ich habe jetzt eine Note auf die zweitunterste Linie gezeichnet. Möchte ich jetzt die nächsthöhere Note eintragen, gehe ich einfach in diesen Zwischenraum. Und dann so weiter. Dann kommt die hier, dann die hier, die. So, irgendwann bin ich oben angelangt. Das macht aber gar nichts, wenn ich noch höher will. Ziehe ich mir einfach eine Hilfslinie und mache weiter damit. Ich kann auch ohne Probleme zwei Hilfslinien machen oder mehrere. Das ist alles überhaupt kein Problem. Genauso geht es nach unten. Also ich kann nach unten gehen und dann hier auch Hilfslinien machen. Und so weiter. So, allerdings weiß ich jetzt noch gar nicht genau, um was für Töne es sich eigentlich handelt, weil ich noch keinen Schlüssel festgelegt habe. Das Einzige, was ich jetzt schon mal weiß, ist, dass es sich hierbei nur um weiße Tasten handelt. Das bedeutet, man weiß nicht genau, ob der Abstand zwischen der Note und der, ob die ein Ganzton- oder Halbtonabstand ist, weil es ja beides gibt auf den weißen Tasten. Also jetzt muss ganz dringend erstmal ein Schlüssel her, damit ich überhaupt was Näheres über die Tonhöhen sagen kann. So, malen wir doch mal ein. Ich fange auf der zweituntersten Linie an und mache erstmal so einen Halbkreis. Erstmal bis da. Und vielleicht erkennt ihr mit etwas Fantasie ein G daraus, ne? Man kann auch sagen eine Spirale oder so eine 6, aber es sieht auch ein bisschen aus wie ein G. Jetzt zeichne ich weiter. Jetzt kommt hier noch so ein Schnörkel. Oh, der sieht auch gar nicht so schlecht aus. Und da unten auch nochmal so ein Haken. Das ist der sogenannte Violinschlüssel. Violinschlüssel. Und weil der beim Zeichnen in der ersten Hälfte zumindest noch so ein bisschen aussieht wie ein G, kann man auch G-Schlüssel sagen. G-Schlüssel. Das Gute daran ist, auf dieser Linie, wo ich angefangen habe, den Schlüssel zu zeichnen, da liegt der Ton G. Das hier ist das G. Ne? Daran kann man sich das gut merken. G-Schlüssel und da, wo diese Spirale anfängt, ne, oder da, wo dieser Kreis hier drum ist, diese Linie hier, die ist die G-Linie. Und jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt kann ich weiße Tasten hochwandern. A, H, C, D, E, F, G. Das geht einfach immer weiter hoch. Oder ich wandere runter. Wenn hier das G ist, dann ist das das F, E, D, C, H, A, G. Also total cool. Sobald ich den habe, ist das alles kein Problem mehr. Es gibt noch einen zweiten Schlüssel, der ganz wichtig ist. Nämlich für Klavierspieler zum Beispiel. Das ist der Bassschlüssel. Den sollte man auch kennen. Da mache ich einen kleinen Punkt auf die zweitoberste Linie. Und dann so ein Schlenker. Und dann muss hier noch ein Doppelpunkt hin. Das ist der Bassschlüssel. Bassschlüssel mit 3 S oder auch F-Schlüssel. So. F-Schlüssel kann man sich vielleicht mit viel Fantasie dazu denken. Ich mache das mal eben hier auf eine freie Stelle. Ich mache noch mal einen Bassschlüssel. Wenn man jetzt die Punkte so ein bisschen zu dem Strich hier verlängert, dann erkennt man hier ein F, was so ein bisschen geschwungen ist. Ein großes F. Das kann man sich mit etwas Fantasie hier rein denken und das F liegt auf dieser Linie zwischen diesen Doppelpunkten und auch wieder auf dem Punkt, auf dem ich anfange, den Schlüssel zu zeichnen.
Auch wieder alles weiße Tasten, allerdings haben wir jetzt hier eben das F. Und jetzt haben wir hier G, A, H und C und so weiter. Und genauso geht es nach unten. Und gut ist. Jetzt ist die Frage, warum brauche ich denn zwei Schlüssel eigentlich? Naja, das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Der Violinschlüssel ist eben hauptsächlich für Violinen zum Beispiel, also hohe Instrumente, wie zum Beispiel die Geige, gedacht. Das heißt, hier kann man hohe Töne gut einzeichnen innerhalb dieser fünf Linien, damit man nicht so viele Hilfslinien braucht. Die sind nämlich eher natürlich schwer zu lesen, gerade wenn ihr dann drei, vier Hilfslinien habt oder so. Der Bassschlüssel hat tiefere Töne, die hier innerhalb dieser fünf Zeilen liegen, innerhalb dieser fünf Linien liegen. Das ist eben auch für tiefere Töne dann leichter zu lesen. Nur mal so zur Veranschaulichung: Dieses C hier mit der ersten Hilfslinie unten entspricht diesem C mit der ersten Hilfslinie oben. Das sind genau die gleichen Töne. Und zum Beispiel das G, was hier schon unter der zweiten Hilfslinie liegt im Violinschlüssel, das ist genau das gleiche G wie das hier, was sogar noch relativ hoch innerhalb der fünf Linien liegt. Ne, dementsprechend, je nachdem, in welchen Tonhöhen man sich befindet, ist der jeweilige Schlüssel eben eine gute Wahl. Wenn ich jetzt Klavier spiele, dann habe ich im Prinzip beide Schlüssel, die ich verarbeiten muss. Mit der rechten Hand den Violinschlüssel, mit der linken Hand den Bassschlüssel. Da muss man ein bisschen drauf gucken, ob das zu so einer Klammer zusammengefasst ist. Wenn ja, dann spiele ich beide Linien gleichzeitig. Das heißt, synchron wandere ich in beiden Linien vorwärts. Habe ich diese Klammer nicht über diese beiden, dann würde ich erst diese Zeile abspielen und dann in die zweite Zeile übergehen. So, das also erstmal grundsätzlich zu den Tonhöhen. Jetzt würde ich gerne noch ein Wort über die schwarzen Tasten verlieren, die jetzt noch gar nicht aufgetaucht sind. Ich zeichne mal im Violinschlüssel ein F ein und mache daraus ein Fis. Das kennt ihr vom Telefon, die Raute-Taste, die dieses Kreuz, das besagt, dass dieser Ton einen Halbton erhöht wird. Machen wir mal ein Ges. Dann kommt hier so ein Zeichen davor. Auch wieder so ein kleines B. Das macht das G zum Ges. Und das H wird durch dieses Vorzeichen zum B. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, dass dieses Symbol hier jetzt auch B heißt, genauso wie dieser Ton, der jetzt entsteht. Aber eigentlich ist es, sind es völlig andere Dinge und dann ist es auch überhaupt nicht kompliziert, wenn man das nicht verwechselt. Also das sind die schwarzen Tasten. So zeichnet man die auf in dem Notensystem. Um die Noten zu üben, geht auf diese Seite musictheory.net. Den Link habt ihr auch in der Description bei YouTube. Und geht auf den Trainer, und zwar den Note Trainer. Und schon könnt ihr hier üben. Geht einmal auf die Einstellungen und da könnt ihr zum Beispiel den Tonraum bestimmen. Ihr könnt den Bassschlüssel mit dazu nehmen, da halt auch gewisse Tonräume festlegen. Und hier habt ihr eine kleine Hilfe noch, die könnt ihr auch ausblenden, wenn ihr das auswendig wissen wollt. Und dann könnt ihr hier die Töne einfach anklicken. So, da haben wir jetzt mal den Bassschlüssel. So, und jetzt fällt euch möglicherweise hier dieses B auf. Das ist die internationale Schreibweise für ein H. Also der Deutsche würde hier H schreiben, der Engländer und der Amerikaner und auch ganz viele andere, die schreiben da halt ein B hin. Allerdings ohne kleines B dahinter, ne, was wir da in dem ersten Teil hatten, würde der Engländer ein großes B und ein kleines B schreiben, dann meint er nämlich unser B und diese schwarze Taste. Schreibt er nur ein großes B, meint er unser H. Also bitte darauf ein bisschen achten. Hiermit ist im Prinzip einfach H gemeint. So, ich wünsche viel Spaß beim Üben und im nächsten Video werden wir noch ein paar Kleinigkeiten kennenlernen, vor allem den Rhythmus und die verschiedenen Notenwerte. Also bis dahin.